Backup und Recovery. Eine der großen Vorteile, den ich mit intelligenten Storages habe, ist, dass ich vieles der Arbeiten, die mir produktiv nicht weiterhelfen, auf die Storage auslagern kann. Was meine ich damit? Ein Backup muss ich haben, weil wenn was schief geht, brauche ich was. Aber es hilft mir in meiner Produktion nicht. Ja, wenn man die Leute fragt, wann soll man das Backup machen, wenn sie immer 14 Stunden Betrieb haben, ist die Antwort am besten, nie. Ne? Geht natürlich nicht, ich muss was machen. Daher, Snapshotting-Technologie ist da eine sehr gute Hilfe und die NetApp hat es auch aus meiner Sicht am längsten und am besten schon integriert. Welche Möglichkeiten habe ich? Ich kann es einmal alles manuell machen. Ja? Sie können, wenn Sie wollen, problemlos Skript schreiben, die Daten in den Backup-Mode setzen, die im Hintergrund die richtigen Loons und Devices snapshotten, Datenbank wieder aus dem Backup-Mode rausnehmen, Control-File sichern, Archive-Log-Switch machen und so weiter. Klar, geht. Werde ich vielleicht dann machen, wenn ich irgendwelche Spezialitäten brauche, die mir der Standard oder die Standard-Tools nicht bieten. Standard-Tools von Seiten der NetApp ist der Snap Manager für Oracle, den wir uns dann kurz anschauen werden. Auf ein Beispiel, wie das funktioniert, der hier für das, was die meisten Kunden brauchen, nämlich regelmäßig automatisierter Backup und bei Bedarf an Klon, wobei bei Bedarf auch was Regelmäßiges sein kann. Ja, wir haben Kunden, die kriegen jeden Tag in der Früh die Entwickler um 6, vom Snapshot, der um 6 Uhr passiert, einen Klon zur Verfügung stellt, dass die Entwickler wirklich ein aktuelles, brandaktuelles System zum Testen haben. Ja, das werden wir uns anschauen. Eine Alternative zum Skripten, wenn man alles selber macht, wäre dann das Snap Creator Framework. Snap Creator Framework ist jetzt nicht speziell für Oracle, sondern für viele Produkte. Ja, für diverseste Datenbanken, aber auch, soweit ich weiß, für andere Applikationen. Da gibt es Applikationsteile im Framework, wo ich dann komplexere Environments oder auch übergreifende Environments. Ich habe drei verschiedene Datenbanken und ich möchte alle quasi mit demselben Tool sichern kann. Etwas, was noch nicht ganz so lang gibt, ist das Airman NLM Plugin. Für die, die sagen, wir verwenden Airman und außer Airman nur Airman, kann ich das nutzen. Ich kann damit so tun, als würde ich im Airman drinnen Backup machen, so wirklich so mit File Copy von auf. Und in Wirklichkeit passiert was? Im Hintergrund in der NetApp werden die Files entsprechend in Snapshots abgebildet. Ja? Das heißt, der Backup von einer Datenbank dauert dann wirklich nicht so lange. Wie lange dauert jetzt ein Backup? Und wie lange dauert ein Snapshot auf der NetApp? Ich glaube, jeder, der in den Raum weiß das ungefähr. Das geht ungefähr so, ne? Maximal so, wenn es ein großes und langsames Ding ist. Warum geht das nicht bei den Tools auch so? Weil zum Beispiel der Snap Manager für Oracle viele Dinge checkt. Ja, der macht am Anfang ganz viele Checks, ja, dass zum Beispiel wirklich alle Files wo liegen, was er snapshotten kann. Dass keine Files, die nicht hickern, dort liegen. Ja, dass nicht gerade irgendwas los ist, der einen Snapshot verhindert und so weiter. Das heißt, der Snap Manager für Oracle, wenn man sich das anschaut, der braucht halt dann, je nachdem, was dahinter für Hardware steht, 1, 2, 3 Minuten für ein Backup oder für einen Klon. Aber er hat alles geprüft, was man potenziell falsch machen kann. Ja. Mache ich das mit irgendwelchen Skripteln und prüfe nichts, ja, dann ist das Skriptel in 5 Sekunden fertig. Ja. Habe halt blöderweise eine Datenbank, die schon im Online-Backup-Mode war, wegen dem anderen drüber gefahren. Auch blöd. Bitte. Kann das Snap Manager aus der Box wirklich einen Klon machen, somit Aufrecover gleich? Ja, das machen wir als Thema. Okay. Ja. Für alle, die Snapshots vielleicht noch nicht so kennen, ein Snapshot ist wie ein Foto. Das ist eine Momentaufnahme, wie es jetzt ist. Damit das Ganze für Oracle sinnvoll und funktional ist, muss die Datenbank im Backup-Mode sein. Ja. Snapshot selber dauert so Sekunde, plus minus. Änderungen, das heißt, wenn ich ein Snapshot gemacht habe, alle Änderungen, die danach passieren, brauchen Platz. Wie viel ist denn das bei so einer typischen Datenbank am Tag? Ja, sogar weniger als 10%. Ja. Woche 10-15%, ja. Monat 25-30%. Beispiel von einem Telekom-Provider, nicht ihr.
Ja, der hat ein Billing-System getestet und hat einen Klon gemacht auf der NetApp, hat die alte Version vom Billing-System rennen lassen, hat die neue Version vom Billing-System parallel rennen lassen. In beide, sowohl ins Original als auch in den Klon, sind die Daten gefeedet worden, alle Billing-Daten. Und nach 6 Wochen waren es gerade 25% Snapshot-Größe. Ja, die haben aber in der Datenbank nur 6 Monate drinnen. Das heißt, sie haben 1,5 Monate Daten, waren 25% Snapshot-Größe. Also, es ist nicht so schlimm. Warum wird es nicht, explodiert es nicht? Ganz einfach. Weil jeder Block, den ich eben ändere, dann einmal in den Snapshot Platz braucht. Und nicht, weil 100 Mal gehen, dann 100 Mal. Ja, ich kann mir mehrere Snapshots aufheben, viele Snapshots aufheben. Theoretisch sind so 250 möglich, 254 oder so. Man sollte natürlich nicht ganz so viel machen, weil man vielleicht für das andere einmal einen Snapshot machen will. Ich habe aber kein Problem, zum Beispiel zu sagen, okay, Anforderungen unternehmen, die Time to Recover muss unter 1,5 Stunde liegen. Das heißt, wenn ich ein Backup vom letzten Abend habe und es ist wieder Abend kurz vor dem Backup, dann braucht er für das Recover wahrscheinlich länger als 1,5 Stunde. Zumindest auf Datenbank, wo es los war. Ja, dann machen sie halt einen Snapshot alle 2 Stunden. Dann muss er nur die letzten 2 Stunden aufrecovern. Ja? Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, die ich sonst nicht habe. Das löst mir Probleme, die ich nicht anders lösen kann mit normalen Mitteln. Ich kann einfach wirklich alle Stunde, alle 2 Stunden einen Snapshot machen. Ja? Und dann kann ich sagen, okay, Time to Recover ist, Snapshot herstellen, 3 Minuten, aufrecovern, was halt war. Und wenn ich eine Stunde aufrecovern muss, ja, wenn ich mehr als 20 Minuten aufrecover, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja? Weil praktischerweise brauchst du ja nicht größeres Platz, sondern oft kleine Teilchen. Genau. Und wenn du die gleich lesbar hast, geht es vielleicht sogar noch schneller. Ja? Ja, und aus diesen Snapshots kann man eben auch praktischerweise Klone machen, um was auszuprobieren. Wie schaut das jetzt von der Anforderung her aus? Die Datenbank-Files selber, dafür brauche ich Snapshots. Was ist mit den Control-Files? Der Snapshot von einem Control-File ist kaputt unter Umständen. Je nachdem, ob Oracle dort reingeschrieben hat oder nicht. Das heißt, der Control-File muss ich weiter mit Oracle-Mitteln backuppen. Alter Database-Backup-Control-File, was auch immer. Online-Log-Files, gleich. Darf ich nicht backuppen. Temp-Files, brauche ich nicht backuppen. SP-File, Passwort-File, ja, kann ich zum Beispiel mit dem Control-File mitsichern. Archive-Log-Files werden mitgesnapshottet, einfach nur, um garantiert recovern zu können. Und Backups, naja, brauche ich nicht zwangsweise snapshotten, weil die kann ich irgendwo anders sichern. Wo ist das? So, als Snapshot-Verwalter macht ja ein Snapshot von Control-Files oder von Control-Files. Vom Volume, ja. Snapmanager für SAP macht es nicht. Ja. Wenn jetzt das eh nichts bringt, dieses Snapshot für Control-Files, oder sagen wir in Anführungszeichen nichts bringt oder durch Umstände korrupt sein könnte, warum lassen Sie es dann auch? Weil Sie, wenn Sie einen Snapshot davon machen, sicher wissen, auch wenn es da im Betriebssystem was löscht, ich hab's noch. Was beim SAP nicht haben. Control-Files auf jeden Fall. Ja. Sagt der Murphy was? Alles, was schief geht, geht auch schief. Aber ja, das ist einer der also Snapmanager für Oracle und Snapmanager für SAP sind fast dasselbe. Sie haben 2, 3 kleine Unterschiede. Das eine ist mit Control-Files, die werden anders behandelt bei den 2 und ich verstehe es auch nicht warum. Ist halt so. Und der zweite Unterschied ist, dass der Snapmanager für SAP am Schluss noch SAP-Cloning-Skripteln aufrufen kann, wenn ich will. Und das macht der Snapmanager für Oracle nicht. Aber sonst sind im Prinzip ident. Ich kann auch mit dem Snapmanager für SAP, wenn ich will, Oracle-Datenbank ohne SAP sichern. Geht genauso. Ja, was ist der Snapmanager für Oracle jetzt? Das ist GUI oder Command Line, je nachdem, was man lieber will. Ja, ich kann es mit der GUI konfigurieren. Ich kann dort auch Schedules einrichten, wann so ein Backups erzeugt werden. Ich kann das Ganze aber auch über Command-File aufrufen. Was wir zum Beispiel bei einem Kunden haben, der will die Snapshots nicht zu bestimmten Zeitpunkten, sondern abhängig von Verarbeitungen haben. Ja, bevor die Nachtverarbeitung losrennt und wenn die Nachtverarbeitung fertig ist. Ja, was hat der daher? Der hat unter Tag gescheduled, der macht seine Snapshots da und da und da. Und in der Nacht gibt es auch vor dem Backup-Job, also startet dann
machen wir ein Backup, dann rennt die Batch-Verarbeitung für die Nachtverarbeitung und dann rennt noch mehr, machen wir ein Backup und den Rest danach passiert nichts. Das heißt, ich kann es über Command-Line lösen. Ja, manuelle Backups, ich kann jederzeit sagen, machen wir jetzt ein Backup, ich kann es automatisieren. Ich kann dann entsprechend auch restoren und recovern und Datenbanken klonen, das werden wir dann gleich herzeigen. Ja, Snap Creator Framework unterstützt eben nicht nur Oracle-Datenbanken, sondern eine Herde von Datenbanken. Ja, auch Third-Party-Produkte werden hier direkt mit unterstützt. Vorteil, ich kann eben sehr flexibel quasi mit dem Framework alles sichern. Der Nachteil, es ist fehleranfälliger. Ich muss mich selber darum kümmern. Ja. Sind da Files drinnen, die nicht drin sein sollten in dem Verzeichnis? Weil wenn ich dann zum Beispiel einen Restore mache, dann sind die Files unter Umständen überschrieben oder weg. Ja. Solche Checks, die der Snap Manager automatisch macht, müsste ich hier entsprechend ausprogrammieren. Airman-Plugin ist noch nicht so oft im Einsatz, weil Airman oft dazu benutzt wird, um eine Datenbank letztendlich irgendwann einmal auf Band zu sichern oder auf irgendeiner sekundäre Storage zu sichern. Die Implementierung ist so, dass ich eine LM habe. Das ist das Plugin, das im Airman erweitert um eine Backup-Software. Und der nutzt dann die Funktionalität von Proxy Copy. Das heißt, der Airman sagt über dieses NLM, bitte diese Files jetzt kopieren. Ja, das kann der Airman von Haus aus. Das nutzt er zum Beispiel auch, wenn er Backup-Software direkt an Storage-Bandlaufwerk angeschlossen hat. Ja, die Möglichkeit gibt es, dass man direkt Tape-Laufwerke oder Tape-Library mit der Storage verbindet. Dann sichert die Storage die entsprechenden Files direkt aus Tape raus, ohne irgendwelche Umwege. Und diese Proxy-Copy-Funktionalität nutzt eben auch hier die NetApp. Das heißt, der Airman listet auf, dieses File sowieso sicherst du mir unter den Namen, das File sowieso sicherst du unter den Namen und so weiter. Schickt die Information nach hinten in die NetApp. Der NetApp macht in Wirklichkeit was? Snap, danke, fertig. Und macht intern ein bisschen Namensmapping. Ja? Mehr ist es nicht. Dauer, ja, wenn man so schön sieht, 3 Sekunden für eine Datenbank mit, was waren es? 11 Files, glaube ich, irgend sowas. Nicht wirklich wichtig, wie viel. Ich glaube, wenn es mehr sind, braucht es ein bisschen länger, aber ein paar Sekunden halt. Der große Vorteil für die, die sagen, die, ich mache alles mit Airman, ich kann jetzt nachschauen mit List Backup, da sind, ich kann mit Restore das restoren und es geht auch entsprechend schnell wieder restoren. Vorsicht, in dem Fall, wenn ich Einzelfiles restore, muss ich das File wirklich kopieren. Das heißt, das Backup ist in dem Fall viel schneller wie ein Restore von einem Einzelfile. Was ist für die ganze Datenbank Restore? Das ist ist wieder so. Ja, das heißt, ich muss mir bei den Überlegungen auch immer schauen, wie lang kann es jetzt potenziell dauern. Ne? Wenn ich eine Datenbank habe mit 10 Data-Files und ich muss 5 restoren, dann ist es fast gescheiter, ich sage Restore Database und recover halt dann alle. Ja, muss man ein bisschen abwägen, so ein bisschen das Gefühl kriegen, ja, wie lange dauert das, wenn er die Files kopieren muss. Wahrscheinlich länger, als wenn er es recovern muss, weil beim Recover muss er nicht jeden Block angreifen, beim Kopieren schon. Ja, Scripting in jeder beliebigen Programmiersprache, die Ihnen gefällt. Sie müssen nur Befehle über SSH an den NetApp-Pfeiler schicken, die den entsprechenden Snapshots anlegen und so weiter. Interessant, vielleicht auch in Kombination zu machen. Ja. Beispiel von einem Kunden, der Self-Service für Clones erzeugen, ja, wo ein Entwickler sagen kann, ich hätte jetzt gerne einen Clone, die Clones gibt es dann immer 4 Wochen, da geht er auf eine Seite und sagt, von der Datenbank darfst du dann aussuchen, für welchen Zeitraum. Von gestern um 4 Uhr am Nachmittag, jetzt bitte einen Klon, kriegt auf eine von den Entwicklermaschinen einen Klon gezogen, kann dort machen, was er will, und der Klon hat Ablaufdaten von einer Woche. Das heißt, wenn er es eine Woche nicht schafft, was dann tun, muss er halt vorher sagen, bitte jetzt nicht automatisiert löschen lassen. Beispiel dafür, machen wir wieder eine kleine Demo. Dieselbe Datenbank, die wir vorher gehabt haben. Die DNFS-Datenbank, da habe ich schon manuelle Backups gemacht, 4. Schauen wir uns einmal an, wie lange so ein Backup dauert. Sagt jetzt einfach Backup erzeugen. Geht auch im Wizard durch, gibt einen neuen Namen. Backup 5, einfallslos wie ich bin. Da kann einer sagen, ob er die Datenbank dafür runterfahren oder ein neues Daten darf. Das heißt, wenn die Datenbank aus irgendeinem Grund nicht online ist, tut es mit einem Online-Backup schwer. Was möchte ich? Full Backup. Ich kann ihm nur sagen, ob er die Archive-Logs nach dem Backup löschen soll oder nicht.
Das ist seit SnapManager 3.3 mit dabei. Davor war das nie dabei. Das heißt, je nachdem, wie ich meine Backup-Strategie baue, kann ich sagen, lösch, nachdem es gesnapshottet sind. Oder ich kann sagen, lass stehen, die Rahmen zum Beispiel, bin ich einmal weg. Ja, wir machen jetzt nur Full Backup. Ich könnte auch einzelne Tablespaces und so weiter nehmen. Ja, dann sagt er mir eben, wo Archive-Log-Files liegen. Ja, das soll jetzt nur backuppen. Das wäre dann ein entsprechendes Löschen. Ja. Irgendwelche Pre- und Post-Tasks, das heißt, ich habe die Möglichkeit, vor und nach dem Backup noch was zu starten. Ja, dann kurze Zusammenfassung, was er denn tun will. Hier kann man auch das Kommando anschauen, das ist ja immer ganz lustig. Ne? Ja. Das wäre dann der Aufruf Command-Line, den ich machen müsste. Ja, und dann sage ich Backup. Ja. Muss dieser SnapManager dann auf dem entsprechenden Datenbank-Server installiert werden? Oder wo das SnapManager-Software muss auf dem Server drauf sein. Das GUI ist halt auch mit drauf. Ich muss aber nicht von dort starten. Okay. Das heißt, was... Oder sowas irgendwo. Genau, der SnapManager hat einen Daemon rennen. Und ich kann mit dem GUI... Ich kann mit, also jetzt bin ich auf den einen Server drauf. Ja. Hätte ich einen zweiten Server, könnte ich... Ohne jetzt auf den zweiten Server SnapManager aufzumachen, tut hier und sagen, und jetzt machst du das. Ja, das heißt, ich kann das GUI zum Beispiel, auch das haben Kunden, auf einen Hopping-Host rennen lassen, von dem sie immer hin und her springen, damit sie nicht überall irgendwelche X-Sessions rennen haben müssen. Für Command-Line-Mode, das muss aber dann schon auf dem Datenbank-Server sein? Das muss auf dem Datenbank-Server, das muss. Ja. Wenn wir so also schauen, ups, das war jetzt zu schnell fast, ne? Wenn wir so schauen, er sagt, okay, wir machen ein Backup, intern RT generieren, er schaut, was ist der Zustand der Datenbank, er legt sich ein File an, damit nicht gleichzeitig ein zweiter ein Backup macht davon. Ne? Dann geht er her, legt sich das Control-File einmal mit Backup-Control-File to File temporär zwischen ab, schaut nach, wo ist die Ressource für die Datenbank, in unserem Fall hat ein NFS-Share. Ja, dann macht er einen Snapshot, Begin, End, da ist er so drüber geflutscht. Ja. Dann in der Datenbank geht aus dem Backup-Mode raus, sorgt dafür, dass es einen Log-Switch gibt, schaut, was sind die Archive-Log-Files, macht einen Snapshot für die Archive-Log-Files, schaut, wo liegen die Control-Files, ja, macht einen Snapshot dafür. Ja. Dann macht er noch das angelegte Control-File-Backup, aber jetzt schmeißt er ihn weg. Ja, das war es dann. Ja. Gedauert hat das Ganze 47 Sekunden. Ich habe bewusst nicht gesagt, dass er es irgendwo registrieren soll. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, registrieren im Airman-Katalog oder sonst was. Das dauert dann meistens länger. Ja, das heißt, Backups registrieren dauert meistens länger wie die Tatsache des Backups. Was macht so einen Unterschied, ob das jetzt eine 1,6 GB Datenbank oder 1,6 Terabyte Datenbank ist? Solange sie nicht mehr NFS-Mounts haben, gar kann. Ja? Er macht einen Snapshot auf den NFS-Mount für die Datenbank-Files, er macht einen Snapshot auf die Archive-Logs, fertig. Das heißt, die Größe der Datenbank ist irrelevant. Außer beim Registrieren im Airman-Katalog. Ja, wenn man 100 Datenbank-Files hat, braucht es zum Registrieren oft schon 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten. Das Backup hat 50 Sekunden dort. Ja, das heißt, man kann davon ausgehen, aktuelle Netapp-Hardware irgendwo zwischen 30 Sekunden und einer Minute rennt das Ganze. Und dann habe ich mein Backup fertig. Ja, wenn ich nicht will, dass zwei Backups sich überschneiden, brauche ich nur was machen? Für jede Datenbank einfach um Minuten versetzt. Ja, dann überschneidet sich da nichts, weil was kann sein, wenn ich jetzt viele Snapshots gleichzeitig mache, irgendwo muss die Netapp das auch wegschreiben, kriege ich einen Schreibpeak. Ja, also die Einnot-Table weggeschrieben. Schedule jedes brav hintereinander, ist es kein Problem. Ja, Backup haben wir. Ja, was soll er machen? Er soll in dem Fall die Datenbank gleich mitrecovern. Ja, ich kann ihm noch Informationen geben, wo vielleicht Archive-Log-Files herumkugeln, falls ihr die irgendwo anders haben sollte, dass er glaubt. Es könnte sein, dass ich die weggemoved habe zum Beispiel. Dann habe ich viele Möglichkeiten zum Customizen. Ja, wo soll er das Control-File hinlegen für den Klon? Wohin soll er die Online-Log-Files für den Klon hinlegen? Wie groß soll er die machen? Das heißt, ich kann eine Größe ändern. Wenn ich eine Produktionsdatenbank habe, wo viel los ist, dann habe ich dort vielleicht 100 GB große Online-Log-Files.
der Entwickler, der zwei SQL-Statements in Kreuz ausprobiert, der braucht keine 200 GB ohne Logfiles, dem reichen 50 MB. Das heißt, der kann das übersteuern. Ja, ich kann Initora-Parameter einstellen, welchen Wert. Er zeigt mir die an, die er glaubt, dass geändert gehören. Ich kann da beliebige Parameter dazugeben, ich kann den Wert übersteuern. Wenn ich das jetzt alles eingestellt habe, ich kann da SQL-Statements nachschießen. Ja? Das heißt, was soll er nachher machen? Zum Beispiel, wenn irgendjemand irgendwelche Einstellungen braucht und wenn er einen Klon macht, muss er irgendeine Einstellung ändern. Kann er da gleich mit einbauen. Das zu konfigurieren, ist meistens die größte Arbeit. Und wenn ich es dann 10-mal machen muss, bin ich angefressen. Das heißt, ich kann alles, was ich hier einstelle, sagen, save to file. Der macht mir XML-File draus. Und wenn ich das nächste Mal einen Klon erzeuge, kann ich auf der ersten Seite sagen, load clone specification. Das heißt, ich kann das einmal laden. Wenn ich einmal so ein Klon-File habe, kann ich das ist ein reines XML-File, das kann ich in der Textdatei drauf machen, kann ich es entsprechend auch gleich für 7 andere Sachen anpassen. Ja, das heißt, ich kann direkt in den File drinnen Korrekturen vornehmen. Wenn ich zum Beispiel sage, gut, zu Memory, ja, so viel Memory braucht der Entwickler nicht, ja, dann wäre einfach da in den File drin sagen, Memory Target ist jetzt nur mit 2 GB. Der Entwickler muss jetzt mit 2 GB auskommen, da kriegt keiner aus. Und so weiter. Ja, wenn ich damit da drüber bin, ja, kann ich wieder Pre- und Post-Tasks, ob ich davor und danach noch etwas ausführen möchte, zum Beispiel einen Applikationsserver stoppen und neu starten oder irgend sowas. Ja, für die Zusammenfassung, was alles tun wird. Ja. Das heißt, der mountet mir einfach, das ist das Original, mountet er mir auf diesen Namen, in das Verzeichnis legt er dann auch Control-File und Read-Log-Files rein. Ja, defaultmäßig macht er alles in einem Mountpoint drinnen. Möchte ich das nicht haben, möchte ich es woanders haben, kein Problem, jetzt spezifizieren können. Macht er die Directory selber? Ja. Ja. Dann sagt er mir noch, welcher Oracle Home das ist. Ja. Dann wieder Show-Kommando, falls ich es automatisieren möchte. Ja. Und dann soll ich klonen. Das Kommando muss ich dann dort lokal auf dem Host ausführen. Das muss ich lokal Host ausführen. Mhm. Ja. Dann schaut er eben nach, gibt es das Oracle Home dort, gibt es wirklich die User und so weiter, die angegeben worden sind, weil es kennt irgendwo File editiert und dann haben wir einen Tippfehler drin. Ne? Das, was da so lange dauert, unter Anführungszeichen, ist, er nimmt die Inode-Table vom Original, kopiert die und macht ein paar Pre-Allocations. Das hat jetzt plus minus eine Minute gedauert. Jetzt ist er schon drüber, jetzt ist er schon bei den anderen Sachen. Okay, aber danach sozusagen, wenn die und danach schreiben beide in ihre Kopie weiter die Deltas. Also die Produktion schreibt ihre, hat halt nicht Deltas, aber die neuen Blöcke und der Klon hat die neuen Blöcke. Und da wachsen halt beide. Das heißt, ein Klon sollte nicht forever machen. Ja? Klon für einen Tag, eine Woche, einen Monat, wenn ich wenig tue, vielleicht sogar für 2-3 Monate, aber nicht für Jahre. Und da baut er jetzt das neue Control-File mit den Spezifikationen, die er ihm gekriegt hat. Ja, wo liegen die anderen Log-Files? Wie groß sind die anderen Log-Files? Er mountet sie, ja, recovert es bis zum letzten Archive-Log, was er im Klon drinnen hat. Ja. Dann hole ich so einen Archive-Log-Files dazu, dass er eben fertig recovern kann und dann wird die Datenbank öffnen. Sollte in etwa 3-5 Minuten gedauert haben. Auch hier wieder hängt davon ab, was im Hintergrund alles los ist. Wie viel Platz wird der Klon verbrauchen, wenn er hochgefahren ist? Naja, null nicht. Er greift ein paar Header-Blöcke an, die anderen Log-Files hat er ein bisschen anlegen. Also die anderen Log-Files und Control-Files werden 200 MB sein, wer 50 MB anlegt, naja, sollen es 300 MB sein. Ja, was der Klon dann wirklich Platz verbraucht, egal wie groß die Datenbank ist. Plus das, was ich dann auch ändere. So, nachdem er gleich fertig ist, wo ist der Putty? Ja, das sehen wir. Aha, okay. Da ist der Klon 2. Da ist der Klon 3. Ja. Das ist ein Klon 3 mit drinnen. Wie schnell geht es, wenn ich sowas löschen möchte? Ja, Anlegen ist schön, aber irgendwann möchte ich es ja wieder loswerden. Ne? Nehmen wir jetzt einen anderen, nehmen wir den Klon 2. Ich möchte den Klon 2 wieder loswerden. Ja, da könnt ihr den wegsplitten, falls ich eben echte kopieren will.
Delete. Force Delete, dass er wirklich auch, wenn er drauf sitzt, alles rausschmeißt.